Servus und hallo. Willkommen. Hi. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Ja, Servus. Willkommen zu Flip and Fight. Ich bin die Inga. Ich bin der Josef. Und heute geben wir uns mit Pan Am auf die Mütze. Genau, heute spielen wir Pan Am. Und jetzt geht's los. Also, Pan Am ist heute angesagt. Inga, willst du ganz kurz erklären, um was es geht im Spiel und was das Ziel ist? Und genau. Dann, wenn ihr mehr wissen wollt, habt ihr euch extra nochmal ein ausführlicheres Regelvideo unten verlinkt. Da könnt ihr euch dann die Regeln genauer anschauen. Dann könnt ihr uns vielleicht besser folgen. Ja. Ja, ich werde jetzt keine großen Regelerklärungen machen. Worum geht's? Bei Pan Am spielen wir eine Fluggesellschaft oder wir sind Inhaber einer Fluggesellschaft. Uns geht darum, Routen zu bauen, zu bewirtschaften, die wir dann an Pan Am verkaufen. Pan Am befindet sich gerade in einer Expansionsstrategie und versucht möglichst, also versucht international möglichst viele Routen zu bewirtschaften. Das heißt, wir bauen Routen, verkaufen die dann an Pan Am. Von dem Umsatz, den wir dadurch generieren, können wir Aktien an Pan Am verkaufen und am Ende hat der Spieler gewonnen, der die meisten Aktien an Pan Am besitzt. Das Spiel läuft über 7 Runden. Jede Runde ist nochmal untergliedert in 4 Phasen, die dann in unterschiedlichen Schritten ablaufen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten. Wer ist zuletzt geflogen? Ich weiß nicht. Du wirst jetzt demnächst fliegen. Ich werde demnächst fliegen, außerdem bin ich zuletzt geflogen. Der Spieler oder Spielerin, die zuletzt geflogen ist, kriegt den Startspielermarker. In dem Fall bin das ich. Und los geht's. Au. Los geht's mit der ersten Eventphase. Wir ziehen eine Eventkarte. At the start of the expansion phase, Pan Am expands once along the South American path. Das resolved erst später. Der Aktienkurs wird auf 4 gesetzt. Und du setzt deinen ersten Ingenieur. Und ich darf jetzt meine ersten Worker platzieren. Ich möchte. Ah, das ist echt. Wo ist denn Beirut? Da oben. Ich versuche mal einen Flughafen zu bauen. Dann okay. Kommst du. Du holst ja schon wieder die Direktive. Direktive, ja. Ich weiß nicht. Dann nehme ich Kalkutta. Okay. Okay. Mich jetzt überboten. Jetzt kriege ich meinen Arbeiter wieder zurück. Hast du jetzt 3 dahin gesetzt? Ja. Okay. Und dann baue ich noch eine Route. Gut, dann kommen wir zur Resolve-Phase. Du kannst deinen Airport bauen. Genau. Du musst aber 7 zahlen. 5 muss ich zahlen. Ah ja, stimmt. 5. 5. Und spiele aber das. Earn for each airport you have placed. Das heißt, ich zahle im Endeffekt nur. Also ich zahle jetzt 5 und krieg 2 wieder. Mhm. Genau, damit ist diese Direktivenkarte abgehandelt. Ich nehme meinen Arbeiter zurück und platziere einen Flughafen. Einen Flughafen, das ist richtig. Und zwar nach Paris. Du kriegst. Oder? Nee, ich setze ihn nach Beijing. Du kriegst noch 1 auf deine Einkommensleiste, ja, genau. Für den Flughafen. Dann gibt es Destinationen, wir müssen alle nichts zahlen. Du kriegst einmal Hongkong. Ich krieg Hongkong, Guam und Kalkutta. Die Arbeiter kommen zurück. Dann decke ich neue Destinationen auf.
Dann komme ich in die Routenbauphase. Ich baue eine Route zwischen Hongkong und Kalkutta. Hongkong und Kalkutta. Ich in beiden Regionen Landerechte und ich kriege jetzt 2 auf meine Einkommensleiste. Was ist die zweite Route? Und dann baue ich noch eine zweite Route. Und zwar zwischen Hongkong und ich schmeiß Beirut ab. Gib her die Grundlagenstapel. Genau, und baue zwischen Shanghai und Hongkong noch eine Route. So, dann kannst du 3 Direktivkarten ziehen. Ich versuche heute mal eine andere. Okay. Genau, und dann kommen wir in die Expansionsphase. Ich würfel einmal. Okay. Halt, du hast das vergessen, along the South American Path. Ah ja, stimmt. Die kommen noch, kriegen noch eins hier. So, und dann kriegen sie jetzt noch ein zweites hier. Und einmal Richtung Europa. Genau. So. Dann kommen wir an unsere Einkommensphase. Ich krieg bitte 3 Geld. Du kriegst 3 Geld. 3 Geld. Danke. Ich krieg 1 Geld. Jetzt kannst du noch Stocks kaufen. Ja, ich kaufe auch Aktien. Wie viel? Ich kaufe 2 Aktien, bitte. Ich kaufe bitte 2 Aktien. Ach so, ja, 2 Aktien. Hier. Kriegst du. Ich kaufe. Ups. Okay. Kriegt den Startspieler-Button, richtig? Ja, nächste Runde. Bist du fertig mit allem, was du machen willst? Ja, ich bin fertig. Okay, dann kommt die nächste Eventkarte. At the start of the expansion phase, Pan Am expands once along the Asian Pacific. Also hier. Okay, Stock Price bleibt auf 4. Und genau, dann darfst du jetzt 3 deiner Ingenieure platzieren. Warte mal, ich muss kurz gucken. Genau, hier kriegt man so Priority Access, wenn man die hier platziert. Okay, setz wieder einen drauf. Mhm. Dann darfst du nochmal, weil du bist Startspieler. Ich bin Startspieler. Was holst du denn Lissabon? Okay, dann setze ich mich einmal hier auf den Airport. Der kommt wieder zu dir zurück. Okay, dann hole ich mir noch das mache ich nicht. Du holst den Airport, ja? Okay. Ja, außer du machst was dagegen. Nö, ich mache nichts dagegen. Ich mache hier nochmal eine Direktive. Dann mache ich das jetzt auch, weil sonst setzt du dich da wieder überall rein. Und dann hole ich mir noch die Karte. So, ich bin fertig. Okay. Ich hole mir noch einen Clipper und... Hä? Ich habe mir ja 2 Aktien gekauft. Hast du vergessen, mir die Aktien? Ja. Nein. Oh. Ja, der Worker ist auf den Hund gefallen. Also hast du ihn? Ja. Oh, was sich der Hund drauflegt. Ich baue eine Route und ich hole mir noch das Natal. Hier. Natal. Genau. Dann resolven wir. Genau, du zahlst 5. Ich zahle 5, krieg einen Airport. Ach, du hast. Ah, nee, das sind ja meine Gerüche. Ich möchte gern meinen setzen. Und zwar, wo setze ich denn da wieder?
setze den nach San Francisco, kriege eins auf meine Einkommensleiste. Genau, der Worker kommt wieder zu mir. Gezahlt habe ich schon. Genau, dann kriegst du zwei Destinationen. Lisboa und Neu-Delhi. Die kommen wieder zurück. Ich krieg dann. Dann zahle ich noch zwei. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Krieg aber noch einen Clipper. So, und dann darfst du eine Route bauen. Als erstes. Ja. Genau, als erstes, when resolving your engineer, pay two to place an airport. Das mache ich natürlich. Das ist meine. Ach so, stimmt, ich bin ja nicht mehr gelb. Ich war davor die ganze Zeit gelb. Nach Havanna? Mhm. So. Zahle 2. Dann das nächste ist, when resolving your engineer, claim a free route distance with a free route with a distance of 1. Ja. Also warte, du kriegst noch eins für deinen Airport. Ja, den Airport. Dann setze ich den natürlich hier hin. Krieg nochmal eins. Dann, when resolving your engineer, claim a free route next to one of your airports. Das ist der Clipper. Das ist dann die hier. Das gibt nochmal 2. Und dann kann ich ja noch mit dem, der da saß. Du bist schon übrigens bei 6. Hä? 1, 2, 3, 4. 5. Stimmt. Lern zählen. Dann darf ich jetzt noch eine so regulär durch einen Ingenieur bauen. Ja. Und da baue ich. Ich schmeiß. Modelli ab? Würde ich schon mal behaupten. Ja, mache ich. Dann mach. Wo baust du? Du kannst ja nur Shanghai, Beijing. Ja, wobei ich könnte auch Hongkong und Manila bauen. Ja, kannst du auch. Das mache ich nämlich, da muss ich mich keine Karte abschmeißen. Okay, dann darf ich noch eine Route bauen. Und zwar baue ich eine Route zwischen. Jetzt habe ich Quatsch gemacht. 6. Ich hatte mir was anderes überlegt. Und jetzt habe ich mich fair überlegt. Ja, jetzt habe ich mich fair überlegt. Ach, so ein Mist. Du kannst ja noch zwischen New York und dem Bermuda-Dreieck eine Route bauen. Nee, kann ich nicht. Also, weil dann müsste ich zwei abschließen. Ja, dann müsste ich. Aber nee, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte zwischen Guam und okay bauen und Hongkong würde ich nämlich abwerfen. Das wollte ich machen. Okay. Genau. Dann zieh zwei Direktiven. Ja. Da ist gerade was von der Decke abgefallen. Echt? Putz ja. Runtergekommen, Putz, oder ja. Was? Ja, wir haben letztens die Lampe bei mir umgehängt und anscheinend ist da ein bisschen Altputz runtergefallen. Ja, gut. Okay. Sachen gibt's, ne? Jetzt klebt es am Finger. Wahnsinn. Hast du zwei gezogen? Ja, ich habe 2 gezogen. Ich auch noch eine. Und jetzt kommen wir in Runde 3. Nein. Ach so, nee, stimmt halt. Erst wird expandiert. Du darfst einmal würfeln. Einmal darf ich würfeln? Mhm. Ah, at the start of the expansion phase, Pan Am along the Asian Pacific Path. Ja, genau. Das ist aber der hier als erstes. Genau. Und natürlich verkaufe ich die. Zwischen Miami und Havanna, dann kriegst du 5. 5. Geh eins runter. Platz. Und dann würfel ich jetzt mal. Ne? Mhm. So, einmal. Was für ein Glück. Genau, nochmal. Dann kriegst du 9. Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Geld. Ja, warte mal, ich habe vergessen, nämlich auf der Einkommensleiste. Ich habe 2, 4, 5, 6 habe ich. Ich vergesse nämlich hochzufahren. Damit ist die Expansionsphase rum. Genau, ich krieg bitte 6 Geld. 6 Geld. Und ich bekomme, wie viel bekomme ich? Ich bekomme noch 3.
Yep. Gut. Das, also kaufst du noch Aktien? Ich würde noch Aktien kaufen, weil die kosten gerade nur 4 und dann kaufe ich nochmal 2 Stück. Ich habe gerade kein Geld, um Aktien zu kaufen. So. Ja doch, du hast doch noch 6. Ja, aber 6 Geld hast du. Ein bisschen wenig. So. Und wir kommen in Runde 3. Dann das jetzt heißt, können wir Cruiser bauen. Weg. So. Ja. Crisis of War. The stock price rises on 1 und income is doubled this round. Mhm. That's nice, that's nice. Okay. Du kriegst den Start Player? Ja. Ja, aber du fängst trotzdem an. Du hast Priority Access. Ja, ich habe Priority Access. Ich nehme einen. Mhm. Warum schmeißt du denn die ganzen Sachen immer auf? Ich weiß nicht, weil ich zittrige Hände habe. Einmal Route. Am Ende verschluckt der Hund. Ich hoffe es nicht. Ja. Und noch mal einmal eine Direktive. Okay. Und dann komme ich jetzt. Also beziehungsweise der hier kommt. Mhm. Ich hole mir einen Cruiser. Okay. Und dann komme ich, weil ich ja, bin stimmt. Startspieler. Du bist Startspieler. Ich muss Geld zählen. Ich muss Geld zählen. Ja. Kann ich? Mhm. Warum machst du das immer? Weil ich kann. Ach, das finde ich echt blöd. Seriously? Yep. Very seriously. Okay, dann hole ich mir halt einen Clipper. Und, was machst du noch? Achso, ich hab... Jetzt mache ich dir schon nach. Wo ist denn der jetzt hin schon wieder? Weiß ich nicht. Es ist jetzt heute zum dritten Mal. Unglaublich. Ja, ihr seht, wie spannend das Spiel ist. Wir sind so aufgeregt. Ich muss mal kurz unter den Tisch. Ich muss mal kurz unter den Tisch, also in den Keller gehen. Bam, bam, bam. Ja, so spannend ist dieses Worker-Placement-Spiel, dass wir total anfangen zu zittern und ihr seht, wie au, jetzt hat meine Schulter geknackt. Hast gelenkig die Inga ist. Es ist unglaublich. So, ich wollte noch eine Route bauen. Ja, noch eine zweite Route quasi. Yep. Sacre bleu. Sacre bleu. Jo. Dann resolve das. Airport, also Flughafen kriegt keiner. Dann Destinationen. Du kriegst Bermuda. Ich krieg Port of Spain. Zwei neue. Dann musst du 6 zahlen. Ich muss nichts zahlen. One of your engineer's bits, this face costs up to 6 weniger. Okay. Kriege ich das Flugzeug umsonst. Alles klar. Dann zahle ich, gib mir mal 3 zurück, bitte. Wieso 3? Weil ich hier 2 zahle. Was? Ja, du Falschgeld. Dann, ich würde einen Clipper kriegen. Ich spiele aber Upgrade a Plane in your Fleet. Also hole ich mir auch ein Dreier. Ist das so? Ja. Naja, sicher. Aber du hattest den ja noch nicht. Du bekommst ja ihn erst und dann... Ja, aber ich krieg jetzt, ich würde den hier kriegen und dann spiele ich und die lass Direktive mal so durchgehen. In der Resolution
Ich weiß nicht, was als erstes kommt. Das steht auch leider nicht in Regeln, was als erstes kommt. Wenn ihr es besser wisst. In your fleet was als erstes resolved wird, der Kauf oder dann die Direktivenkarte. Es steht leider nicht in Regeln, aber wir machen es jetzt so. Ich glaube, das stimmt schon. So, dann kannst du eine Route bauen. Das werde ich auch tun. Und zwar zwischen... Bermuda und Horta baue ich eine. Gibt drei auf dem Income Tracker. 1, 2, 3, ja. So, ich baue eine Route zwischen San Francisco und Honolulu. 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 1, 2, 3. Und ich baue eine Route zwischen Port of Spain und Natal. Nee, Bogota. Was? Das ist achso, ja, aber die Karte, die du abwirfst, ist Natal. Ja, ja. Genau. Und dann kriege ich 2 Direktivenkarte. Und ich kriege nochmal 1 auf meinem Income Tracker, glaube ich. Wir haben jetzt 1, 4, 6, 8, 9. Ja, 10, das stimmt. Ich kriege auch eine Direktive. Neue Flugzeuge, ich muss was verkaufen. Okay. Dann expandiert Pen. Na, du musst noch eine. Hast du schon Direktive? Ich habe schon eine gezogen. Okay. Gut, dann. Ich darf 2-mal würfeln. Ja, dann würfel 2-mal. So, 1-mal Richtung Europa. New York. Und einmal. Die verkaufst du natürlich gleich, richtig? Verkaufe ich natürlich, ja, muss ich ja. Ich krieg 5, gehe wieder 1 runter. Genau, dann würfel ich nochmal. Gepunktet. Hier, einmal hier und hier, genau. So, und dann gibt es Einkommen. Richtig, und es ist gedoubled, das heißt, du bekommst... Ich krieg 18. Ah, halt, bevor wir zur Einkommenskarte kommen. Jetzt habe ich natürlich noch eine Karte runtergeschmissen. Der Hund, leg dich. Nein, nicht drauflegen. Jetzt hat er sich da draufgelegt. Unglaublich. Ich kriege noch für jede Route, die ich geclaimt habe, $1 each. Also ich kriege dann nochmal $2, genau. So. Und ich kriege jetzt 12 Einkommen noch. Warte mal, ich kriege 18. Du hast mir nur 15 so gegeben. Ich war doch bescheißen hier. Ich glaube, ich spinne. Du musst schon wissen. Ne? Ja, da muss man schon aufpassen bei dir. Ja. Och, aus Versehen. Hast du deinen Einkommen-Tracker hast du ja runtergesetzt, richtig? Schon? Ja, ja, hatte ich. Was, ja, schau, 3, 5. Ja, alles gut. 7, 8, 9. Stimmt schon. Gut. So, und dann kaufe ich Aktien. Drei Aktien? Mhm. Hast du so viel Kohle überhaupt? Ja. Dann gebe ich dir gerade einen 5er dafür, oder? Ja. Das können wir machen. So. Hast du so viel Geld? Jetzt warte. Achso, willst du auch noch Aktien kaufen? Glaube ich noch Aktien kaufen. Ich kaufe nochmal, ja, ich würde sagen, 2. Ich kaufe 2 Aktien. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich habe dann 6 Aktien. So. Und dann geht der Startspieler an mich. Mhm. Wir kommen zur Runde 4. Military Liquidation. Each player choose one. Upgrade a Tri-Motor or Clipper Plane. Gain a Tri-Motor Plane. Ich upgrade meins. Zu einem Clipper. Zu einem Clipper. Und ich upgrade meinen. Cruiser. Nee. Or a Clipper Plane. Achso, du darfst ab. Ja, okay. Ja. Oder gain ja, 1 für free, wenn du gar nichts hast. Weil ja. So, und dann geht der Stockpreis 1 runter. Okay. Und dann kannst du deine ersten 2 Worker wieder setzen. Das werde ich auch tun. Warte, ich werde. Wohin gehe ich denn? Bam, 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 bam.
machst du? Ich weiß es noch nicht. Ich werde eine Route setzen und hole mir nochmal eine Direktive. Okay. Upsi. So fallen die runter nämlich. Ich hole mir... noch einen Clipper. Okay. Halt, warte mal, du darfst... Naja, nee, aber der stand hier. Ach so, stimmt, richtig, jetzt ja. Jetzt komme ich. Ich baue noch eine Route. Ich baue auch noch eine Route. Mir noch. Noch ein Cruiser. Ich hole mir, warte, wie viel kostet das? Ich hole mir noch einen AirPod. Ein AirPod. Ich hole mir noch mal eine Direktivenkarte. Du machst immer einfach alles nur mit Direktiven, gell? Ja. Ist wie in Star Trek. Da gibt es auch Direktiven. Ich baue auf jeden Fall noch eine gute. Dann kannst du noch einsetzen. Also hast du schon alle gesetzt? Ich habe schon alle gesetzt, ja. Hole ich mir noch Bälle. Okay. Dann Flughäfen, ich krieg einen. Du kriegst einen Flughafen, ja. Hier, zahl aber bitte auch 3. Ja, mache ich ja. So, und dann spiele ich meine Direktivenkarte. For each airport you have placed. Also ich setze den natürlich jetzt noch. Wo setze ich den hin? Nach Delhi. Dann kriege ich noch Willem. Hast du mir jetzt das Geld schon gegeben für dich? Ja, habe ich. Das habe ich dir doch in die Hand gedrückt. Okay. So. So, ich bezahle 4 für mein Flugzeug. Mhm. Das ist meins. Du bist rot. Ich habe mich auch schon gewundert, warum ich nur noch so... Du klaust immer meine Flugzeuge. Da. So, ich zahle 2. Krieg einen Clipper. Und ich darf noch mal 1 upgraden. Haben wir noch mal 3er. Gut, dann... Darfst du zuerst eine Route bauen? 2 Routen darf ich zuerst bauen. Ja. Eine zwischen Neu-Delhi. Mhm. Und ich schmeiß Neu-Delhi ab. 1, 2, 3. Hä? Aber wie ging das jetzt? Wie konntest du Neu-Delhi ab? Du hast keine Landerechte in Neu-Delhi. Ach so, stimmt. Warte. Richtig. Neu-Delhi muss ich ab. Nee, Neu-Delhi habe ich Landerechte. So rum war es gedacht. Aha. Entschuldigung. Ey, wenn man da nicht aufpasst. Ja, sorry. nee, ich hole mir Delhi nicht. Pass auf. Andersrum, ich schmeiß Manila ab und hole mir zwischen Tokio und Nome einen Flug. Ja, das kannst du machen. So. Besser? Das ist acceptable. Das ist acceptable, okay. So, und wo geht deine andere Route hin? Ich habe doch schon 2 gebaut. Ja, stimmt. So rum. Dann baue ich eine Route. Zwischen
Havanna. Mhm. Und Bogota. Ja, und dann brauchst du noch mehr. Ja, mache ich. Warte. Zwischen Delhi und Beirut. Beirut. Jetzt gehst du nochmal 3 hoch, ha? Mhm. Gut. Dann kriege ich meinen Direktivenkater. Mhm. 2 Stück. Gut. Jetzt kommen wir. Expansion. Richtig. Also, als erstes spiele ich die. Earn $3. Roll the Pen M die one additional time. This phase. Okay, du kannst dann eine Rolle. Würfeln. Würfeln, ich würfel 3-mal, genau. Also, 1. Verkaufst du, oder? Ja, muss ich ja. 12 ja. Kriege ich. Ich bin nur I see. 12. Ich gehe 3 runter. Dann würfel ich noch einmal. Hier. Und jetzt noch mal ein additional time. Mhm. Ich verkaufe diese Route und kriege 12. Und ich verkaufe New York, Beirut. Kriegst auch nochmal 12, mhm. Richtig. Was willst du noch? Alles runter. Hast du nur die Münze? Ich habe die andere, habe ich auch. So, jetzt musst du aber auch noch dein Einkommen entsprechend runtergehen. Ja. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9. Ich habe 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ja, stimmt. Also kriege ich nochmal 9. Gib mir 2 Fünfer, ich gebe dir 1 zurück. Das war jetzt die Einkommensphase. Ja. Was wir ab- Ach so, ja, dann kriege ich auch noch 9. So, 3, 4, das habe ich jetzt nicht rausgeholt. So. Ich meine, das Gute ist, dadurch, dass wir uns aufnehmen, können wir immer im Nachgang gucken, ob jemand übelst beschissen hat oder nicht. Ja. Ja. Bei dir war der Startspieler. Psst. Was? Warte, ich muss überlegen, wie viele Aktien ich kaufe. Ja, das ist wichtig. Vielleicht kaufe ich sogar 9 Stück. Kaufst du 9 Stück? Ich glaube, dann das wären 36, gell? 9 mal 4, 9, 18, 27, 36, ja. Ja, oder ich kaufe 8. Na, was denn 27, jetzt? 30, 34. Ich kaufe 8 Stück. Ja, 32. Ja, also 4 Stück kaufst du jetzt. Ja. Nein, 8 Stück meinst du, kaufst du. Ja. 8 Stück. 8, 16, 14, ja. 32, Alter. 8 okay, Stück. Hier 8 Stück Aktien, 32. Wert zum Großaktionär. Naja. So, ich kaufe dann nochmal 2. Oh, ich weiß es nicht. So, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, das sind 10, 20, 30, 32, ich kaufe dann auch nochmal 8 Stück, natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, also 10, 20, 30 und hier auch nochmal 30, so, 8 Stück, 1, 2, 3, so. Ja. Und jetzt kommen wir. Und du hast vergessen, da übrigens ein Pen & Marker drauf. Ja, Entschuldigung. Der Startspieler war vorhin bei dir, jetzt kommt er zu mir, richtig? Und jetzt kommt die Runde 5. Mhm. Each player earns income equal to the distance of their 2 longest road. Die Stückpreise gehen hoch. Also du kriegst
Du kriegst 6. Ist es... Ja. Ich krieg... Ja, 3 plus 3 sind 6. Ja, stimmt. Und ich krieg 4. Ja, du kriegst nur 4. Ich meine, so viel macht das eigentlich nichts aus. Naja. Guck mal, wie viel Kohle du noch über hast. Ich habe weniger als du. Dafür hast du mehr Aktien. Aber auch nicht so viel mehr. Eine. Ja, siehst du, eine. Das ist die eine, die ich vorhin mehr gekauft habe. Gut, du fängst an. Richtig, ich sitze. Ich habe ja gar keine roten Fliegerchen mehr, oder? Na, Cruiser hast du halt keine mehr. Scheiße. Ein paar Clipper hast du noch. Ja, merke ich auch gerade. Entscheiden. Ich glaube, ich gehe da drauf. Einmal noch auf die Direktive. Okay. Dann gehe ich auch einmal hier drauf. Halt, nein. Du hattest doch kein Priority diesmal. Ich komme. Achso, du hast 2 da stehen, ja. Mhm. Das nervt ein bisschen. Aber gut. Mach. Ein Airport. Okay, und noch eine Route. Haben wir den eigentlich schon adjusted? Ja, ja. Oder? Ja, richtig, ja. Okay. Ja, warte, ich habe noch einen. Ja, Entschuldigung. Du hast jetzt auch wieder einen. Hey! Was soll denn das? Das finde ich jetzt nicht so cool. Ja, dann zahl halt 4, wenn du das willst. Und dann halt 4 Minuten, das will ich. Warte. Aber keine 4 zahlen. Dann mach halt was anderes. Gut. Ich bin fertig. Dafür kriegst du nochmal einen Flughafen. Du musst aber 3. Wie viel musst du zahlen? 3. Ja. Wo setze ich den hin? Wo setze ich den hin? Jetzt nach Beirut. Okay. Dann kommen alle Karten weg quasi. Mhm. Kriegst Peking oder Beijing? Peking ist Beijing, ja. Suzhou. Ah. Jetzt hör mal auf, Sachen runterzuschmeißen. Okay, dann kommen wir in die Plane-Phase. Aber ich verkaufe ein Flugzeug für 4 Dollar. Egal welches. Und für das Sell kleine. Plane. Sell a plane, your fleet for 4 Dollar. Okay. Gut. 1, 2, 3, 4. Ich gehe dafür 1 zurück, beziehungsweise bleib gleich, weil ich einen Flughafen. 1, 2, das sind 5, 6, 6, 8, 9. 9. 6 plus 3 sind 9, plus 1 sind 10. Nein, das sind 1, 2, 3 Flughäfen. Das sind 9. Oh, ja. Das sind doch 10. Hi, Landsack, stimmt. Ich kann heute irgendwie nicht rechnen. Ja, so. Ich merk's. So, du kannst noch eine Route bauen. Ich baue noch eine Route. Ich schmeiß Beijing ab.
und setze mich hier hoch. Ich brauche auch noch eine Route. Und zwar... Ich schmeiß das hier ab. Mhm. Und baue eine Route zwischen New York und Seattle. Dann darfst du zwei direktiven Karten ziehen. Und dann kommen wir jetzt... Jetzt kommen wir wieder in die Expansionsphase. Richtig, ich würfel. Hä, du hast eben schon gewürfelt, oder nicht? Ach so, ja stimmt, du warst ja Startspieler. Ja, Entschuldigung. Du hast wieder deine Arbeiter alle vorher eingesetzt, glaube ich. Ja. Okay. Hier eins. Und hier wird verkauft. Und ich krieg wie viel? 12. Oder ist eine 3 ja. Route gewesen? Du musst aber auch 3 mit deinem Einkommen. Geh auch noch mit deinem Einkommen. Mit deinem Einkommen. Mit deinem Einkommen. 3. 1, 2, 3. Passt. So, dann kriegen. Achso, nee, ich nochmal? Ja, nee, ich nochmal. Nochmal hier, Europa. Europa. Und nochmal. Ah, cool. Du kriegst 9. Gibst du mir einen 1er, dann kriegst du 2 ja. 5er. So. Jetzt gehst du nochmal bitte zurück. 1, 2. Einkommensphase. Ich krieg 10. Du hast übrigens nur 9. Nein. Hä? 2, 5, 6, 7, 8. Ich kann heute nicht zählen. Ja, also kriegst du also 10. Also nur heute. Heute 10. Ja, heute ist schlimm. Gut, dass du Buchhalter bist und sonst überhaupt nichts mit Zahlen zu tun hast. Heute ist schlimm. Heute ist echt schlimm. Hoffentlich machst du nie meine Buchhaltung. Doch, das mache ich. Wait, was something. Ja, willst du jetzt noch Stocks kaufen? Ja, natürlich will ich Stocks kaufen. Und wie viele Stocks kaufst du? Wie viel kaufst du? Das weiß ich, sage ich dir doch nicht. Ja, aber ich soll dir zuerst sagen. Ja, aber du bist der erste Spieler, du kommst dran. Ja, nur, dass du mich die ganze Zeit hast als erstes kaufen lassen, du Sack. Du bist auch geil. Hier, ich kauf 4 Stück. 4 Stück. 1, 2, 3. 4 Stück. Willst du mir einen 1er geben, dann kriegst du einen 5er. So. Ich kaufe. Wie du halt immer bescheißt. Ja, jetzt wart halt. Ich meine, ich kaufe mir jetzt, glaube ich, noch. Ich kann ja auch noch mal nachkaufen, wenn du jetzt gekauft hast. Theoretisch könntest du noch mal nachkaufen, aber ich weiß es nicht, ob ich das tue oder nicht das mache. Was sind das für Münzen gewesen, die hier lagen? Deine? Ach, die von den 4 Flugzeugen, ja, richtig. Heute ist kein guter Tag. Ich kaufe auch nochmal 4 Stück. Ja, guck. Mhm. 5. Ja, aber du hast dazugelernt. Die letzten Male hast du vergessen, Aktien zu kaufen. Ja, ich habe die letzten Male. Wie viel habe ich gesagt? Jetzt 4 Stück. 4? Ja. 5? Ja, und dann nimmst du den 5er. Genau. Ja, dann hast du immer noch eine Aktie mehr. Das wird, also, so wie die letzten Spiele auch, es wird immer zacke knapp. Ja. Jetzt kommt die nächste Runde. Ja, die Chats gehen weg. Each player draws a destination card. From the deck. Du fängst an, du bist der Startspieler. Hm. Okay. Dann mach. Ja, gemacht. Ich baue mir erstmal eine Route. Ah, und dann noch eine Route. Oh, echt? Jo. Noch eine Route. Hm.
Noch eine Route. Okay. Ich brauche noch einen Chat. Ja, ich auch. Ey. Ja, ich will unbedingt einen Chat haben. Ja, dann hol dir unbedingt einen Chat. Du kannst ja noch einen Flughafen holen. Ja, oder auch Paris könnte ich mir holen. Kannst du auch. Ich hole mir noch Kannst du noch was setzen? Ja, ja, ich kann noch einen setzen. Aber ich überlege mir gerade, was ich setze. Puh. Ist nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach. Ich brauche nur noch ein Flugzeug. Ich hole mir einen Clipper. Dann setze ich mich noch einmal hier hin. Gut, dann. Drei Geld. So, drei. Ich krieg noch einen Flughafen. Dann kriegst du Paris. Ja. Auf die anderen kommt eine Münze drauf, ja. Richtig. Ich muss 12 zahlen für den scheiß Chat. Ich krieg aber 3 Münzen. Und mir einen Chat. Du kriegst einen 2 und kriegst einen Clipper. Gut. Dann kommt, bau 2 Routen. Ja, jetzt mach mal halblang. Ich baue eine Route zwischen Bermuda und nee, was sage ich da? Zwischen Bermuda? Nein, ich meine zwischen Gander und Reykjavik. Mhm. Da kommt nämlich mein Zweier hin. Mhm. So, und dann gehe ich nämlich 2 hoch. 1, 2. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Und dann baue ich noch eine Route. Wo war das? Wo habe ich gesagt, baue ich die? Ach, verdammt. Ach, auf der letzten Dreierroute. Genau. Und ich schmeiß dazu Rom ab und 2 Asia-Pazifik-Karten. Da wollte ich. Hättest du deinen Flughafen nicht so aggressiv in Paris reingesetzt, dann hätte ich so Schiss bekommen. Dann baue ich jetzt halt eine Strecke zwischen Paris und New York.
Und ich baue eine Strecke zwischen Port of Spain und Buenos Aires. Okay. Und ich darf noch eine freie Route mit einer Distanz von 1 bauen. Und die baue ich... Bau doch zwischen Buenos Aires und Santiago. Ja, entweder hier oder hier. Das ist egal. Ja, ich baue hier. So, bist du jetzt auch richtig hochgegangen bei allen? Ich krieg 1, 2, 3, 4. Nee, 4 und es sind 8. Das sind aber mal 1, 4, 8, 8, 10, 15, 15, 15, 17, 18, 18, 21 hast du. 3, 4, 6, 10, 13, 15, 15, 18, 19. Du hast dich schon wieder verzählt. Nein, das kann doch gar nicht. Bin ich doof? Warte mal, das machen wir jetzt nochmal. 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 19. Heiland, zack, hey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? 1, 2, 5, 5, 8, 9, 9, 11, 11, richtig? 11, 14, 14, 15. Stimmt doch, du bist ja auch. Oh, komisch. Jetzt kommen wir in die Expansionsphase, ne? Jupp. Auch ich muss würfeln. Dreimal. Dreimal würfeln. Yay! Ich verkaufe natürlich meine Viererroute, logischerweise. Das sind dann 14, was du bekommst. Ja. 4. Gut, dass ich bei den Münzen zählen nicht abkacke. Ne? Ich verkaufe natürlich meine Dreierroute. Das sind auch. Ah, ne, es sind nur 12. Wir kriegen danach Einkommen, richtig? Das Einkommen kommt zum Schluss. So, dann ein zweites Mal würfeln. Da oben. Yes, und ich krieg nur noch 5. Das ist mein erstes Flugzeug, was die ganze Zeit gebaut hatte. Nein, okay. Ja gut, aber es dauert ja auch, bis sie da rum sind. Und jetzt kommen wir zur Einkommensphase. Ja, ich krieg 19. Du kriegst, ich habe jetzt erstmal mir 15 gegeben. Hast, ich gebe dir 20 und gibst mir einen Einer. Ja. So. Halt, nein, wir müssen, du hast, wir haben Routen verkauft, wir müssen ja noch runtergehen. Ich bin schon runter. Ich aber glaube ich nicht. Achso, nee, stimmt, ich krieg 15. Du hast mir 20 gegeben. Du hast mir aber den Einer schon gegeben. Also kriegst du jetzt noch 4. Boah, heute ist echt nicht mehr gut, ne? Heute ist irgendwie, mit Rechnen ist heute ein bisschen irgendwie, es ist zu warm. So, und jetzt muss ich noch Geld zurückgeben, weil ich habe nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 11. 11, das heißt, ich muss auch noch 4 zurückgeben. Hast du ja auch zu viel genommen. Ja. Na gut, du hast einen Vierer verkauft und ich habe einen Einser und einen Dreier verkauft. Okay. So. Gut. So, und jetzt dürfen wir nochmal Aktien kaufen. Willst du nochmal Aktien kaufen? Mhm. Wie viel? Also, oder soll ich als erstes kaufen? Ja, jetzt, du bist ja erster Spieler. Ja, alles gut, alles gut. Genau, ich kaufe nochmal 4 Aktien. 24, hier, guck. Wie viel? 4 Aktien. 4. 4 Aktien. 2. 1, 2, 3, 4, 5.
du holst dir wieder die ganzen Direktiven in der Hoffnung, dass du dann hinterher... Ja. Haben wir eigentlich unsere Direktivenkarte schon genommen? Nö. Nee. Schön teuer. Aber wenn er jetzt nochmal steigt, der Stockpreis. Ich hole mir 18. Wie 18? 18? Also 3 Aktien. Ich gebe dir die 2, gib mir 5er. Der wird jetzt richtig steigen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Round 7. Last round. Ja. Remaining. Income is double this round und der Preis steigt. Scheiße. Achtung. Ute. Jetzt komme ich. Ja. Ich komme jetzt auch eine Ute. Und dann bin ich wieder dran, weil ich bin Startspieler. Ja, das ist richtig. Noch eine Ute. Hey, ja. Warum, hä? Warum? Moment, im Chat. Es gibt keine Dreierrouten mehr. Nein. Ja, was machst du denn? Du bist doch dran. Nee. Doch, ich dachte, du bist dran. Oder hast du, ach, du hast einen Clipper. Ja. Ach, und ich warte die ganze Zeit, dass du irgendwas machst. Hm. Ah, ich hole mir noch einen Flughafen. Ja, okay. Dann hole ich mir noch eine dritte Route. Okay. Dann hole ich mir noch Horta. Und ich hole mir noch eine kleine. Und dann hole ich mir noch eine zweite Route. Damit bin ich fertig. Du auch? Ich auch. Dann zahle ich 3. 3. Für den Airport. Ja. Yep. Nach Rom. Mhm. Geh eins dann hoch. Kriegst du noch Horta. Horta kriege ich, richtig. Das brauchen wir jetzt nicht mehr auffüllen, oder? Das ist ja eh die letzte Runde. Ja. Dann hier, du zahlst 6 und kriegst deinen Jet. Na, dann kriege ich noch hier 4 zurück. So, 3, 4. Ich zahle, gib mir mal 3 zurück. Ich krieg einen Clipper und noch eine kleine. So. Und dann baust du eine Route. Genau, das ist ja klar, wo ich die baue, zwischen Neu-Delhi und Rom. Ja. So, 3, 4. Okay, dann komme ich. Mhm. Ich baue zwischen San Francisco und Tokio. Dann baue ich noch eine Route zwischen Paris und Reykjavik. Hast du Paris oder Reykjavik? Reykjavik habe ich. Und in Paris steht mein Flughafen. Ja, das stimmt. 2 bist du hoch, oder? Ja. Und jetzt darf ich noch eine Route
bauen, jo. Und zwar gebe ich noch... Warte, ich mache es anders. Ich gebe Reykjavik noch ab. Ja. Und baue noch zwischen Lissabon und Paris. Ach, verdammt. Du kannst noch eine bauen. Ich weiß, dass ich noch eine bauen kann. Weil ich hätte jetzt Horta eigentlich abgeben wollen, um dann zwischen Lisboa mich reinzusetzen. Aber das hast du ja schön versaut. Das hast du schön versaut, Inga. Sehr gut. Ja, ja. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Nein, nicht fluchen, sonst muss ja, ich Geld in die Kasse zahlen. Sonst muss ich Geld, diesmal nicht. Ich gebe Horta ab. Hm? Und setze mich noch zwischen Rom und Paris dann halt. Das ist ein ziemlich großes Flugzeug für so eine kleine Strecke. Das ist ein bisschen überdimensioniert, oder? Ja, ich gehe aber noch eine Strecke hoch. So. Okay. Ah, das habe ich noch im C vergessen. Der C-Phase. Das hier. Direktive hier, sein Plane für 4. Ja, okay. Ausnahmsweise darfst du es auch nachträglich noch machen. Genau, damit ist meine Routen gebaut. Ja. Dann musst du jetzt zweimal den Expansionswürfel würfeln. Wir gehen einmal in Europa weiter. Du verkaufst sie natürlich, oder? Ja, klar. Musst du. Ich muss ja auch. Und eine in... Krieg ich nochmal 9. Was, warum gibst du mir das jetzt? Was? Weil das die Flugzeuge sind? Nee, das. Wo saß das denn? Ach, das war hier. Und das war der Zweier. Ja, du hast recht. Alles gut. So. Jetzt gehst du noch 3 runter, bitte. Insgesamt, ja. Ja. Ja, dann mache ich nochmal, oder? Saß das wirklich da? Zwischen Shanghai und Hongkong? Egal. Mhm. Jetzt musst du noch einmal würfeln, richtig. Ist das? Wahrscheinlich dein Geld? Oh Mann, was ist denn heute los? Oder sind das die 5 für... Nee. Die 9 hast du mir gegeben. Ja, die 9 habe ich gegeben. Die 12 hast du mir auch gegeben. Richtig. Dann kann es niemandem. Ich verkaufe natürlich noch eine 4er-Route. Ganz klar. 14. 5. Ich verkaufe auch meine 4er-Route. Oh, hier dann deine 14. Meine 14. Heute ist echt kein guter Tag. Irgendwie haben wir es nicht so mit dem Zählen. Ne? Nee. Oh. Zum ich glaube, da müssen wir beide. Aber wir haben Glück, dass wir noch nicht pleite gegangen sind. 1, 2, 3, 4. Bist du 4 runtergegangen? Ja, Moment. Please. 3, 4. Und ich darf nochmal eine Route verkaufen an Pan Am. Mhm. Die hier. Und krieg nochmal 12. Oh, das wird eine knappe Kiste, glaube ich, wieder. Mhm. So. Aber dann gehst du nochmal 3 runter. Ja, ja. So. Jetzt ist die Einkommensphase wichtig. Warte mal, wir zählen jetzt nochmal. 1, 2, 3. 5. 5. 8. 8. 9. 9. 11. 10. Nach 11 kommt 12. Scheiße, ich weiß auch nicht, was los ist. 11 plus 1 ist 10. Oh. Und hier kannst du noch eins reinsetzen. Ich muss noch mal bei mir. Ja, ja, okay. 1, 4, 5. 6, 7, 9, 12, 13. Hat doch gestimmt. Stimmt, einigermaßen. Der Einkommenstracker stimmt. Du kriegst wie viel? 12. Ja. 12. Und ich krieg 13. Okay.
Okay, wie viele Aktien kaufst du jetzt? Sind wahrscheinlich natürlich so viel wie gehen. Für 63 Geld kaufe ich nochmal Aktien, das, dann kriege ich nochmal 9. Was? Ja. Du hast 63 Geld? Das ja? geht doch gar nicht. Doch, zähl doch nach. Oder? Ich will nachzählen, aber wie hast du so, ich glaube, ich habe dir zu viel rausgegeben. Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt nochmal ganz schön Routen verkauft. Ich habe 20, Routen. 30, 40, 50, ja, das ist richtig, ja, 50. 55? Ja. 60, 63. 63, Tatsache. Das heißt, du kaufst nochmal 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du brauchst ja nur 2. Dann sind wir Gleichstand. Das kann aber nicht sein. Hast du so wenig Aktien? Weniger. Ah, nee, warte. Oh, da ist ja eins, ja, eins runtergerutscht. Eben. Ah, jetzt, warte mal. Also, das sind 21. Das sind 3 Aktien. Und das sind 1, 2, 3... 1, 2, 3 und 14, siehst du? Mhm. 14 und 21 machen? 35. 35 macht 5 Aktien nochmal, richtig? Mhm. 5 Aktien, das wird eine knappe Kiste, 5 Aktien. 5 Aktien. Und dann hast du noch Direktiven. Ich darf nochmal 3 Aktien machen. Wegen einer Aktie? Jetzt hast du gewonnen. Warte, ich gebe 2 Aktien ab. Ja. Und dann hast du 30 Aktien. Ich habe 29. Wegen einer fucking Aktie. Ja, recht so. Ja, vor allem nur, weil du dich hier immer draufsetzt. Nicht, ja, weil du gut wirtschaftest, sondern weil du dir immer solche Aktien-Optionsscheine kaufst, wo du am Ende nochmal Aktien geschenkt bekommst. Ich bin halt der Lieblingsaktionär von Pan Am. Ach, Mann. Bist du jetzt froh, dass du endlich mal das Spiel gewonnen hast? Ich habe es auch das erste Mal schon gewonnen. Oh, stimmt. Das zweite Mal hast du mir auf den Sack gegeben, mit dem Frank zusammen. Stimmt. Und jetzt haben wir das dritte Mal gespielt. Und jetzt habe ich wieder auf die Mütze gekriegt. Ja. Dafür hast du Aber das machst du echt immer. Du machst hier immer alle Direktivenplätze voll, anstatt dass du mal wie ein normales Unternehmen wirtschaftest. Warum? Das ist wie im richtigen Leben, Inga. Ich wirtschafte mit dem Geld von anderen. Du bist einfach nur Investor, der sich Aktienoptionen sichert und dann, wenn das Unternehmen verkauft wird, irgendwie zum Vorzugspreis nochmal sich Aktien oder Anteile sichert. Mann. Na gut, dann... Ja, das war's mit dem Pen and Playthrough. Ich glaube, wir machen da nochmal ein zweites. Vielleicht. Eine Revanche. Und dann kriege ich auf den Sack wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich hat er sich verzählt. Wahrscheinlich haben mich verzählt und habe ungerechterweise gewonnen. Wir haben ja ein Beweisvideo. Wir haben ein Beweisvideo. Das geht Ihnen ja sicherlich nochmal durch. Aber hallo. Und vor allem Minute für Minute. Aber wird natürlich dann Ihre Missfehlung. Missfehlung. Anyway, wir wünschen euch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüssi.